Das geht gar nicht und viel zu weit. Wolltest du immer schon wissen, wo du in deiner Beziehung die ultimative Grenze ziehen solltest? Wir haben heute die Antwort für dich auf diese zugegeben schwierige Frage. Es ist ein schmaler Grat zwischen Toleranz und Grenzüberschreitung, Hingabe und Kontrollverlust. Wir brauchen ein wenig Flexibilität, um unsere Partnerschaft zu erhalten. Aber uns selbst verlieren sollten wir dadurch nicht. Welches die absoluten No-Gos in Beziehungen sind und wo du unbedingt Stopp sagen musst, bevor jemand dir den Mund verbietet, das verraten wir dir in unserem heutigen Beitrag. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Du wirst zur Selbstverständlichkeit. Wie behandelt dich deine Partnerin oder dein Partner? Bist du ein Mitbewohner, der brav alle ihm zugedachten Arbeiten erledigt? Oder gehörst du schon zum Inventar, das man ruhig unbeachtet sich selbst überlassen kann? Viele Beziehungen fahren sich irgendwann fest. Alles wird selbstverständlich, man selbst leider auch. Aber wenn man dein Fehlen nicht mehr bemerken würde, ist es höchste Zeit, tatsächlich von der Bildfläche zu verschwinden. Nummer 2. Verantwortung zu übernehmen ist nicht ihr Ding. Wenn du den Fehler begangen und dich mit einer Person auf eine Beziehung eingelassen hast, die dem Peter-Pan-Syndrom zum Opfer gefallen ist, musst du handeln. Diese Menschen, überwiegend Männer übrigens, weigern sich standhaft, erwachsen zu werden. Sie drücken sich vor jeglicher Verantwortung und Schuld sind immer nur die anderen. Bist du die einzige Erwachsene in deiner Beziehung, solltest du die Kita schließen. Nummer 3. Sie sind stinkfaul und unmotiviert. Am Anfang war vielleicht noch alles gut oder wir haben es uns schön geredet. Irgendwann aber lässt es sich auch beim besten Willen nicht mehr ignorieren, wenn wir mit einem Menschen zusammenleben, der weniger Persönlichkeit und Charisma verströmt als ein Sack Kartoffeln. Faulheit ist nicht sexy. Und fehlendes Engagement ist ein deutliches Zeichen dafür, dass du mit dieser Person leere Kilometer absolvierst. Nummer 4. Die kleinen Dinge decken große Defizite auf. Nein, es ist nicht egal, wenn dein Lebensmensch keine Ahnung hat, dass du gegen Erdnüsse allergisch bist oder wann du Geburtstag hast. Solche Kleinigkeiten machen im Endeffekt den großen Unterschied aus. Jemand gibt sich Mühe, dich kennenzulernen, wenn er sich Details zu dir und deinen Vorlieben und Abneigungen merkt. Sind sie egal, bist du es auch. Nummer 5. Persönliche Entwicklung ist nicht vorgesehen. Es hat gute Gründe, warum Liebesfilme mit dem Happy End den Schlussstrich ziehen und nicht dort beginnen. Alles, was nämlich danach kommt, ist Alltag und Beziehungsarbeit und dieses Elend will sich niemand auf der Leinwand ansehen. Im echten Leben stehen wir dann oft vor der Erkenntnis, dass wir mit jemandem zusammenleben, der absolut kein Interesse hegt, sich noch irgendwie vom Fleck zu bewegen. Er bleibt emotional und geistig dort, wo er jetzt ist und kein Stück weiter. Nummer 6. Was du möchtest oder brauchst, ist nicht von Interesse. Wenn du in einer Beziehung immer den Kürzeren ziehst, solltest du dir einen anderen Spielgefährten suchen. Es kann nicht sein, dass deine Partnerschaft nur aus deiner besseren Hälfte besteht, die sich die Rosinen aus dem Kuchen herauspickt und dich dabei verhungern lässt. Kompromissbereitschaft in allen Ehren, aber diesen Einsatz müssen beide Seiten bringen. Nummer 7. Nichts kommt zurück, nicht einmal Widerstand oder Kritik. So zermürbend das Dasein als Streitpaar und leidenschaftliche Diskussionen auch sein können, es geht noch schlimmer. Wenn deine Beziehung nämlich so totgefahren ist, dass du nicht einmal mehr Kritik oder Widerspruch erntest, hast du definitiv schon zu lange ausgeharrt. Stillschweigen, Defensive und absolute Passivität sind Beziehungskiller der besonders heimtückischen Art. Man kann nämlich schwer etwas gegen sie sagen, außer natürlich, dass sie uns zum Äußersten treiben. Und bevor es so weit ist, solltest du lieber deine Sachen packen.
Gefängnisklamotten stehen niemandem. Vertraue es uns an dieser Stelle. Nummer 8. Konflikte dürfen nicht thematisiert werden. Mindestens ebenso schlecht wie das duldsame Schweigen im Walde ist das Verweigern des Gesprächs. Es gibt einige Menschen, die schwierige oder unangenehme Themen auch nach Monaten oder sogar Jahren noch immer nicht ansprechen können und wollen. Das mag gute Gründe haben, aber selbst diese hat man dir vermutlich vorenthalten. Fakt ist, du wirst hier ewig gegen eine unsichtbare Wand rennen und man wird dich für immer dumm sterben lassen. Das geht nicht, denn Kommunikation ist das Mindeste, was neben Anziehung und Kompatibilität in einer Beziehung vorhanden sein muss. Schafft jemand ein Tabu, das ständig wie der berühmte rosa Elefant im Raum steht, erstickt er jedes Miteinander damit im Keim. Nummer 9. Du führst diese Beziehung ganz allein. Die Begriffe Care-Arbeit und Mental Load geistern derzeit vermehrt durch die Medienlandschaft. Die Formulierungen sind neu, die Problematik ist es nicht. Immer noch schultern überwiegend wir Frauen die Beziehungsarbeit, kümmern uns um den Haushalt, das Privatleben, die gemeinsamen Termine, die Zukunft und vieles mehr. Findest du dich eines Tages allein auf weiter Flur wieder, mit der ganzen Belastung und all den Verpflichtungen, die eine Beziehung nun einmal mit sich bringt, dann beende dieses Martyrium. Du bist allein 10-mal besser dran, vor allem, weil es dann nur mehr dein Mist ist, um den du dich kümmern musst. Du halbierst deine Mentalload und gewinnst Lebensqualität zurück. Unser heutiges Fazit: Diese Liebe ist eine Sackgasse, sie führt nirgendwo hin. Lass dir nicht einreden, dass man in einer Partnerschaft ausschließlich Kompromisse machen muss. Sie sind fixer Bestandteil einer gelungenen Beziehung, ja, aber sie dürfen nicht die Hauptrolle spielen. Wenn du alles stets alleine schultern und jeden Unmut hinunterschlucken musst, bist du hier falsch. Deine Bedürfnisse müssen nicht nur gehört, sondern auch befriedigt werden. Lebst du mit einem Zombie zusammen oder mit jemandem, der schon verdächtig intensiv mit dem Sofa verwachsen ist, wird dieses Dahinvegetieren Seite an Seite keine Zukunft für dich bereithalten. Nimm auch die kleinen Dinge zum Anlass für eine kritische Bestandsaufnahme. Wer deinen Geburtstag vergisst oder sich nie an Zusagen halten kann, ist kein Partner fürs Leben. Bist du selbstverständlich oder überhaupt nur mehr ein dienstbarer Geist, such dir eine bessere Partie. Mit dieser kannst du nur verlieren. Wertvolle Lebenszeit jedenfalls hast du in dieser Beziehung schon verloren. So viel steht fest. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.